Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Wir sind bei Folge 3 mittlerweile, Leute. Das ist richtig cool. Haben wir überhaupt eine Waffe oder sowas? Oh, wir haben noch unendlich Munition. Vor allem Munition, ne? Bitte was? Ist hier unten nichts mehr? Ich habe Angst, dass hier unten noch irgendwas ist. Sechs. Eins noch. Nee, ich muss runter. Bitte tu dir nicht weh, du olle Nuss. War ich hier unten schon? I think, oder? I think I was here. Hm. Ah, natürlich war ich schon hier. Ich bin doch hier hochgeklettert. Oh, olle Nuss. Mann. So, und wieder weiter. Genau hier lang. Ja, sonst wäre ich ja gar nicht hier lang gekommen. Aber da ist nichts mehr. Mir fehlt aber noch ein... Ich will dieses Ding noch haben. Wenn ich das nicht finde, ne? Ey. Ich verbringe 5 Folgen damit, das zu suchen. Fünf Folgen. Mal umgucken eben. Boah, das sieht schon geil aus, ne? Mit diesem Lichteffekt hier. Die sind ganz schön, was ist das denn? Ganz schön aggressiv. Die kleinen Funzels. Ich hoffe nur, dass ich nicht an so einer ollen Falle sterbe, ne? Das wäre natürlich sehr tragisch. Ich bin gerade voll fasziniert hiervon, sorry. Mein Herr, die letzten Verbliebenen der Anhänger des Propheten haben sich im Grab verbarrikadiert. Wir lagern am Eingang und wir bereiten uns darauf vor, die Barrikaden zu durchbrechen. Ich sah den Mann, der sich als Prophet ausgibt, bevor sie das Tor schlossen, und ich gebe zu, dass eine große Ähnlichkeit besteht. Aber es kann nicht sein. Egal, sie werden alle vor Sonnenaufgang tot sein. Der Trinity-Orden wird dafür sorgen, dass die Ketzerei ein Ende hat. Der Ritter an den Toren. Sie waren sich sicher, den Einfluss des Propheten beenden zu können, aber es lief offensichtlich nicht wie geplant. Geht das hier runter? Nee. Guck mal, das Griechisch geht immer mehr. Haben wir jetzt nicht alles? Wir haben alle Relikte, alle... Ja. Oh mein Gott, wir sind so gut. Wir haben Syrien erfolgreich beendet. Außer das eine, das fehlt noch, aber... Wir können jetzt Griechisch der Stufe 2 übersetzen. Sehr geil. Aua. Sprüh mir halt direkt in die Fresse, ey. Ich glaube auch. Das Wasser muss steigen. Ich glaube auch, ey. Ich sprühe mir halt 50 Kilo in die Fresse. Ja, wie bringe ich das Wasser zum Steigen, wenn man... Man muss ja irgendwie... Hier mit? Nee. Nein, du... Scheiße. Scheiße. So. Wie bringe ich das Wasser dazu, dass es steigt und nicht runtergeht? Was war das denn? Minzen oder was? Was ist hier los? Ah! Und nochmal. Los! Jetzt
erstmal bitte an die Seite gehen, bevor du irgendwie stirbst oder so. Was? Wie, das war's schon? Ich enttäusche mal wieder. So, und jetzt bitte einmal ganz schnell hier drauf. So, guck mal, es hat funktioniert. Es funktioniert. So, einmal bitte hier hoch. Jetzt einmal da. Oh, oh. Arme Laura. Tut, glaube ich, ein bisschen weh, wenn man so gegen die Wände kracht. Aber nur ein bisschen. Wir wollen ja nicht übertreiben. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Oh, es geht ab. Renn, Lara! Oh. Den musst du nicht mehr erschießen. Der ist schon hinne. Boah. Festhalten. Oh, Scheiße. Schneller, verdammt schneller! Scheiße, schneller! Schneller! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja! Hoch! Und raus! Und raus, und raus, und raus, und raus! Bitte, bitte, du schaffst es, du schaffst es! Los! Jetzt rennen! Und du Scheiße, rennen! Das habe ich nicht gesehen. Rennen! Los! Schnell, schnell, schnell. Oh. Was ist das?
das Croft-Anwesen. Boah, da will ich auch wohnen. Voll groß. Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Nicht auf! Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Oh. Richtig actionreich. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen.
muss Schutz suchen. Die erfriert richtig, ey. Hör mal. Guck mal. Guckt euch mal. Warte mal. Berggipfel. Guck mal. Sorry jetzt für die Unterbrechung. Das hier ist Syrien, direkt unter Russland. Also Sibirien ist ja in Russland. Aber guckt euch mal an, wie groß diese verdammte Karte ist. Alter, hier haben wir noch nichts gefunden. Okay, wir sind hier auch gerade erstmal angekommen, ne? Boah. Ups, nee. Aber ich wollte mal was gucken. Und zwar... Option. Game. Nee. Anzeige. Nee. Hä? Warte mal. Oder war das hier? Anscheinend nicht. Ist ja auch egal. Ist egal, Leute. Ist egal. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal durch leichten Schnee. Boah. Nicht hinfallen, ne? Sehr gut. Oh, die Arme. Boah, guckt euch mal an, wie hoch der Schnee ist, Alter. Mich bewegen. Das will ich auch. Boah. Komm schon. Du schaffst das. Mach schon. Los. Guck mal, hier ist der Schnee schon gar nicht mehr so hoch, oder? Okay, los. Ein altes Camp. Genau. Ein altes Camp. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Ja. Wir machen Feuer. Ach so, sammeln Sie Materialien für Feuer und einen Unterschlupf. Mit Q. Da hinten soll ich lang, aber ich möchte hier lang. Lalalala, lalalala. Kumbaya, mra, kumbaya. Super gemacht, Lara. Hartholz. Mit Hartholz können sie in Lagern Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Wow. Ich dachte, das ist das Richtige. Was, ich wollte jetzt mal so hier auf cool machen und einen anderen Weg die Mission machen, aber nein, ich muss diesen Weg gehen, da hinten. Auch ein Material für einen Unterschlupf. Ach, ehrlich, wie oft noch? Olinus. Was ist das denn hier für ein Lappen? Ich glaube auch. Und die wachsen auch ein bisschen komisch hier, ne? Egal. Okay, das könnte gehen. So, einmal haben wir schon für mal. Die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Nochmal. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Boah, ich glaube, die müssen wir häuten, ne? Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas nützt. Zurück zum Camp. Schnell, bitte. Bitte schnell. 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 Los, verdammt. Nein, hör auf, du Wind. Lara, du schaffst das. Du schaffst das. Los. Ja. Komm, Lara. Ich frag mich nur, wie jeder Feuer geschafft hat zu machen. Sorry. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity.
Ja, mit dem Bogen kennen wir uns noch aus. Von damals. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Alternative Outfits. Ändern Sie Laras Kleidung, damit sie besser für ihr Abenteuer gerüstet ist. Mehrere Outfits sind verfügbar und werden beim Fortschreiten im Spiel und durch Abschließen bestimmter Missionen freigeschaltet. Manche Outfits verleihen beim Tragen Gameplay-Vorteile. Wechseln Sie Outfits im Basislager, indem Sie im Waffenmenü auf die Kleidungskategorie zugreifen. So, aber bevor wir jetzt hier das verbessern, würde ich die Folge beenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.